Nach dem Bayernligaspiel unserer Mammut. Schalte mal bitte etwas leise, danke. Unsere Mammuts gegen die Wanderers Gammering. Ein altbekannter Trainer an meiner linken Seite, Heinz Fallmeier. Herzlich willkommen in Jungwa. Wieder mal. Und zu meiner Rechten der Roman. Weihnachten ist ja eigentlich das Fest der Geschenke. Ich glaube, Geschenke sind heute reichlich verteilt worden. Wer jetzt da die meisten verteilt hat, das überlasse ich den Trainern. Zuerst einmal, Heinz, ein kurzes Statement von deiner Seite zum Spiel. Ja, servus nochmal, Bernd. Gut, du hast ja schon gesagt, ich denke, das war heute Tag der offenen Tür, also Tag des offenen Abends. Wir sind ganz gut ins Spiel reinkommen, bis uns dann der Schiedsrichter auf die Strafbank gesetzt hat. Dann ist Schongau stärker geworden. Bei dem ersten Tor, das sind halt Fehler, wo wir den Mann nicht nehmen, ja, oder vom Tor nicht nacharbeiten. Und dann, wenn du halt nicht 100% arbeitest, Schongau arbeitet wahnsinnig viel vom Tor, ja, hart und viel. Und dann haben wir es gekriegt, das 1-0 gekriegt. Ja, das zweite Drittel. Das ist dann schwierig zum Kommentieren. Ich glaube, die hier halt im Stadion waren und das gesehen haben, die wissen, was Sache war. Ich finde, es waren die Torhüter auf beiden Seiten, die da so ihre Fehler gemacht haben. Ich habe den Torhüter dann gewechselt, um der Mannschaft nochmal ein Zeichen zu geben, das Spiel auch weiter in unserer Hand zu halten. Wir haben das nach dem 3-6 haben wir das eigentlich schon gewonnen gehabt. Dann haben wir es nochmal fast hergeben. Und im dritten Drittel haben wir gewusst, wird Schongau nochmal alles auf der Karte setzen. Wir wussten auch, dass Schongau natürlich mit dem achten Platz liebäugelt und wir wollten uns auf Konter setzen, was wir im zweiten Drittel schon gemacht haben und im dritten Drittel auch. Und Schongau hat dann im dritten Drittel auch richtig nochmal von den Chancen her mit Sicherheit Übergewicht gehabt uns gegenüber. Aber wir haben halt auch den Vorsprung gehabt und unser zweiter Torhüter, muss ich sagen, hat uns dann auch das Spiel mitgerichtet. Danke. Danke, Heinz. Dazu, was der Kollege schon gesagt hat, will ich eigentlich nur zufügen, unsere Arten mangeln. Sprich, wir brauchen für ein Tor vielleicht 10 Chancen. Schwer dazu irgendwas sagen, das ist einfach Tatsache. Eigentlich haben wir gewusst, was sich auch erfüllt hat, dass die Gammeringen ein Konter also gespielt wird, habe ich in Kabine mehrmals angesprochen, vor jedem Drittel vor dem Spiel. Trotzdem haben wir uns reinziehen lassen, mit 5 Stürmer gespielt und das haben die clever ausgenutzt. Und von meiner Sicht aus ist es eigentlich einer von der schwächsten Spieler, was wir bis jetzt geliefert haben. Und bin ich auch ziemlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Punkt. Danke. Gibt es von eurer Seite zu diesem Spiel speziell irgendwelche Fragen, Anregungen, Meinungsäußerungen? Nix, auf einmal sind alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe eine Frage. Ich bin zwar aus Germering, aber ist es richtig, dass im zweiten Drittel die Reihen bei Schongau umgestellt worden sind, obwohl sie geführt haben? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und warum dieses, wenn man führt, warum ändert man dann die Reihen, wenn man führt? Ganz wenn man einfach hinten ist. Dann, wir haben 2-1 geführt, das stimmt schon, aber das Spiel an sich war eine Katastrophe. Es könnte genauso auch 4-2 für den Gegner stehen. Und ich war nicht zufrieden damit, was die Jungs gezeigt haben. Das Ergebnis ist immer nicht nur das, was also richtig an der Tafel steht. Im Spielverlauf waren wir anfällig, vor allem hinten viele Fehlpässe. Die Stürmer sind nicht so oft tief gekommen, wie ich mir vorgestellt habe, was wir eingeordnet haben. Und wenn das nicht so ist, du kannst zwar führen, aber das ist kurzfristig. Ja gut, ich habe halt gedacht, als Germeringer, warum steht der Trainer aus, auf, also um, wenn ich führe? Also
Aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Sonst noch irgendwelche Fragen, Meinungen? Ich meine, gut, das ist jetzt bei dir deine Sturmreihe, die Reichel, Fischer, deiner, der Tobi. Ich glaube, die haben von den 8 Toren, waren die an 6. beteiligt. Das war natürlich schon extrem aufwendig jetzt. Jetzt hat aber eigentlich der Mittelstürmer von der Reihe gefehlt, weil der Müller. Ja, aber wie gesagt, 17, also ich habe nicht mal auf den Spielbericht schauen müssen, um die Namen zu finden. Also 93, 24, 17, die kenne ich mittlerweile auswendig. Es ist wirklich, es ist schade, dass man so eine Reihe nicht in den Griff kriegt, aber gut. Es ist wahnsinnig schwer, klar. Die sind sau schnell, alle drei, wie die da sind. Ja, ja. Ich meine, den Tobi kennen wir ja, der hat ja, ja hier auch schon gespielt, das wissen wir ja. Wir wissen ja auch, wie der Heinz hier arbeitet, den kennen wir ja auch schon ein bisschen länger. Also von dem her. Aber die sind sau schnell. Die sind verdammt schnell, ja gut. Ich meine, wir haben ja auch ein paar schnelle Leute, ist es ja nicht so. Nur die müssen halt dann die Pässe kriegen, wo sie auch verarbeiten. Das ist aber halt wenn das die Problem. Ersten mal dann Vorsprung haben, dann sind schnelle Leute halt schwierig zu weichen. Das ist, wenn ich vorne bin, dann wenn ich vorne bin, funktioniert da jeder Pass, das ist ganz klar. Heinz, euer nächstes, das nächste Programm? Ja, wir haben jetzt das leichteste Spiel der Saison, wir haben Höchstadt zu Hause am Freitag. Da rechnet keiner mit Höchstadt. Oh, Pfaffenhofen hat Höchstadt nur besiegt, in Höchstadt. Also das leichteste Spiel. Ich meine, da weiß man nicht, was passiert. Ja, eine Frage, wann kommt der neue Torwart? Angeblich. Bitte weitergeben. Oder ist das schon was Konkretes? Ja, das ist schon was Konkretes. Absage. Eine Absage. Ja. So, jetzt wissen wir das auch, danke. Dann wird es heftig in der Abstiegsrunde. Und das möchte ich nicht unbedingt sagen. Wir haben den Loriot als guten Torwart. Wir haben zwei Backups, die sich abwechseln können. Also ich finde das gar nicht so dramatisch. Wir. Vor allen Dingen denke ich ja mal, es sind Torleute aus dem eigenen Nachwuchs. Und sonst ist das Geschrei immer groß. Warum holt der Auswärtige? Jetzt können unsere eigenen Leute mal zeigen, was sie können. Jetzt kriegen sie die Chance. Wir sind zu wenig und zu spät. Immerhin, besser zu spät als gar nicht. Sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, ihr sagt ja immer, schnelle Spieler haben die anderen, ja. Aber da hat er da vielleicht ein paar rausgeholt, wenn sie wohl aufs Tor zugegangen ist. Aber die Weitschüsse oder die Schüsse, also, und 3 selber reingeschmissen. Ja, mei, Gott, die sind auch nur Menschen. Nee, war bloß... ja, klar. Nein. Vielleicht hätte er auch mal dann einen Torwartwechsel machen müssen, weil... Hätte Fahrradkette. Kennt man vielleicht, ja. Genau, okay. Das Spiel ist schwer zu sagen. Aber es war, meine Frage war nur, ob ein Torwart kommt oder nicht. Und die Frage ist beantwortet worden. Danke. Gut. Wie gesagt, ihr habt jetzt Höchstadt als Programm am Freitag. Ja. Nächstes Jahr. Also. Hier kommt Regnitz und dann Höchstadt. Und wir müssen spielen, glaube ich, in Dorf. Oder jetzt am Freitag in Dorf. Und dann kommt Regnitz und Höchstadt am 5. und am 7. Wird natürlich auch nicht einfach. Dann hoffen wir mal das Beste, dass ihr die richtigen Worte findet, um die Jungs einzustellen. Dir wünsche ich das natürlich auch, Heinz. Euch alles Gute. Ihr seid oben eigentlich ziemlich gut platziert, oder? Ja. Oder seid ihr so ungefähr bis uns am Ende? Der Bürschlot zählt ja ganz langsam von hinten. Okay, das ist immer deine Taktik, ja? Von unten, nein. Jetzt mal von hinten. Abstiegserfahren, ne? Abstiegsrunde erfahren. Auf jeden Fall danke ich, nein, danke ich dem Roman fürs Dasein, für die ehrlichen Worte. Euch wünsche ich noch einen schönen zweiten Weihnachtsabend. Wir sehen uns vielleicht dieses Jahr noch irgendwo auf der Straße. Ansonsten hoffe ich doch am 5. und am 7. zu den nächsten Heimspielen hier. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Danke fürs Dasein. Macht es gut. Wir sehen uns. Hallo.